Vorstellung eines meiner Boa-Weibchen. Zwei normalfarbene Mixboas verpaart und zwei Weibchen behalten, weil die Flanken so schön rosa waren. Und nach 2 Jahren haben sie sich so weit entwickelt. Oh, bin ich stolz. Die Farbe ist wunderschön geworden. Zeigen. Sehr schöne pastellfarbene rosa Tiere, rote eigentlich schon fast. Das zweite Weibchen ist leider in der Häutung, sonst hätte ich es auch mal vorgestellt. Sie hat sich vor 4 Wochen, sage ich mal, gehäutet. Circa. Werde ich wohl nächstes Jahr mit einem Salmon Double Zahnglobenmännchen verpaaren. Das hier geht damit zwar mehr oder weniger unter, aber ich will einfach rote Salmons daraus ziehen. Sonnenstrahlen genießen. So, wird inzwischen so 1,70 haben. Die Mutter ist 2,20, der Vater war ebenfalls so 2,20 Meter circa. Was eigentlich? Ich kann mich gar nicht erzählen.